Thanks. Jetzt muss ich dir sehen. Frau, machst du Kaffee? Kaisinger. Jetzt echt? Wäre cool, ja. Locked. So, ich brauche den Schlüssel von Kaisinger. Kaisinger, Otto Kaisinger, ist der Typ, der in Unairos lebt mittlerweile. Ist so ein Magier. Genau, also die Tür zum Garten ist verschlossen. Und genau, Kaisingers Raum ist der Schlüssel. Oder ja, und er kennt den Kaisinger. Aber das ist noch so nebenbei. Disturbed. Down with the sickness. Das Lustige ist, dass viele Leute Disturbed erst seit dem Lied kennen. Was ich schade finde. Aber... Du kannst ja schon davor. Ja, klar. Ich mein... Wobei ich jetzt das Lied eh nicht so wirklich gut finde. Ja, ist Beth. Ich hab das verstanden. Ist auch der Vorteil, ich kann schießen mit Zaubern, während ich nachlade. Das ist ziemlich cool. Stark. Auf und zu. Genau, der andere, das ist der Aaron, glaube ich, genau. Der sucht jetzt das Buch. Möchtest du ihm helfen? Where is it? Weißt du, wo es ist? Nee. I know it is around here someplace. Das schaut irgendwie lustig aus. Here it is. Gib's mir. Ja, ich glaube, der liest jetzt was raus und dann lässt das fallen oder so. Die Bibel. Sodom und Gomorra. Am Anfang war Adam und Eva. Die bissen in eine Schlange. Nein, nein, die bissen in einen Apfel. Genau. Ist jetzt gewesen, wenn ich keine Munition mehr gehabt hätte. Ektoplasma. So. Uah. Falls das jetzt irgendjemanden anfadet, sorry. Ich meine, ihr könnt ein bisschen vorspulen. Eben. Ist auch eigentlich gar nichts Interessantes. Das ist bloß mehr so Beschreibung von irgendwas. Aber ich denke mal schon, dass die Generation heutzutage auch schon Englisch so weit kann. Ja, viele nicht. Das ist das Problem. Ja gut, wenn das Spiel jetzt in Spanisch wäre, würde ich es ja vielleicht verstehen. Wir übersetzen. Achso, detailliert. Hey. Genau. Also der sucht anscheinend die Eternal Mistress of Shadows, die ewige Herrin der Dunkelheit. Den ewigen Mist der Schatten. Scheiße, die sich nie unterspielen lässt. Ihr Schweine. Her! Ich will euch umbringen, oi! Nächste! Im Sprung! Das Doofe ist, die enden ihre Flugbahn, je nachdem wie ich laufe, das ist voll unfair. The Great Hall of Paintings! There is the truth! Image becomes reality! He will rise again! The ritual continues through our blood. Jetzt kommen wir in die Bildergalerie, anscheinend. Das ist die Bildergalerie. Wo Bilder Wirklichkeit werden, ja? So. In der Chapel ist, glaube ich, ein Amplifier Stone. Wenn ich mich recht entsinne. Naja, ein paar Parts haben wir schon. Oh, das wird scheiße hier. Wenn ich zurückkomme vom Kaisinger. Zumindest vom Kaisingers Raum. Vom Otto! Otto von Bismarck. Nee, zu dem will ich nicht. Ja, aber wissen wir den auch schon. Das ist Axicht. Bethany often used this room as her office after Jeremiah left for the war. Ja, super! Ja, also tschüss. Bethany hat das Ding oft als Büro benutzt, als Jeremiah zum Krieg ist. Zum Krieg eingezogen wurde. Ich habe hier überspringst wirklich ganz schnell. Nach Stichwörtern. Wow.
Ja, ich glaube, das ist jetzt nichts Story-Relevantes, hoffe ich. Ich hätte es ja gern durchgelesen, aber im Let's Play kommt es echt doof, weil es relativ häufig passiert. So, rechts ist die Chapel. Ja genau, 5 Stück, Leute. Das ist passiert. Wo steht das? Bei mir. Weil die Shisha ist aus. Echt? Nicht ernsthaft. Ich hab noch was angemacht. Oh, ja, doch, ein bisschen geht's noch. Jeremiah, ich warne dich über Bethany. Also heißt das nicht vor etwas warnen? Ja, ja. Egal, das ja. Ist about, so on the fly übersetzt. Also der Aaron, der weist Jeremiah darauf hin, dass die Elizabeth relativ häufig mit dem Büchern zu tun hat und bei den Steinen ist. Und dass sie auch jetzt Außenstehende mit einbringt in das Ganze. Und er Angst, also er nicht möchte, dass die bei den Steinen ist. Und der Aaron macht auch den Jeremiah direkt dafür verantwortlich, den Fluch, der jetzt auf denen liegt und der sie haunted. Won't budge. Jagd. Quasi. Von wo ist die Chapel? Ich hätte schwören können, dass hier... Jam. Sag mal, wo ist der Kaffee? Ja, wird immer noch nicht gemacht. Frau? Gut. Ah, ich glaube, da wurde Elizabeth... Das mache ich doch mit Vergnügen. Was für ein Basketball, hä? Naja. Genau, ich glaube, da wird jetzt geschrieben, dass die Elizabeth, glaube ich, sogar die Leute beißt, irgendwie sowas. Genau, Elizabeth bit me today. Genau, also sie weiß nicht, was in Elizabeth gefahren ist. Die hat sie heute gebissen. Und sie hat sich sogar noch danach die Lippen geleckt. Ich weiß nicht mehr, wo ich lang muss. Hammer? Ja, beschwert man sich nicht. War das die Chapel? Ja, ich glaube, das war sie. Endlich mal, zum 5., 6., 7. Mal. Das schaut schon aus wie so eine Kapelle. Ich will noch meinen Amplifier Stone haben. Safe! Gut. Ich liebe Ektoplasma, deswegen grade ich den jetzt auch gleich mal ab. 2 Health, 33 Schuss. War da noch ein Buch gelegen hier drauf? Nee. So. Gut, ja, knappe 3/4 Stunde. Sind an sich ein paar, drei Parts, 4. Ich glaube, das soll erstmal reichen, um Leuten ein Gefühl dafür zu geben, wie Undying ist. Das wird übrigens noch, also, viel, viel toller. Und ich würde sagen, wir machen die einfach das nächste Mal weiter. Genau, also wir sehen uns. Ade. Macht's gut, ade.